Ja, herzlich willkommen bei Ubi Tested. Ich habe euch heute den Skoda Karoq mitgebracht. Und der Skoda Karoq ist der Nachfolger des sehr beliebten und ersten SUV von der Marke Skoda, und zwar dem Skoda Yeti. Was der Kleine besser kann, vielleicht sogar als der Skoda Yeti, oder wo er vielleicht sogar nicht so gut ist wie der Yeti, das schauen wir uns heute an. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, die Front des Skoda Karoq ist wirklich sehr clean und auch sofort das Markengesicht erkennbar mit diesem freundlichen Kühlergrill. Auch die Scheinwerfer hier mit dem LED-Licht-Tagfahrband. Was wir hier noch haben und wo die SUV-Modelle von Skoda sich tatsächlich mittlerweile ähneln, und zwar der Karoq hier ist der kleine Bruder vom Kodiaq. Wie gesagt, zum Familiengesicht der SUVs von Skoda gehört auch diese Nebelscheinwerfer, der sich direkt unterhalb des Hauptscheinwerfers befindet und nicht irgendwie weiter unten. Wir haben hier noch einen Wabenkühlergrill hier unten. Beides komplett über die Breite hinweg gezogen. Also wir haben hier nicht irgendetwas, was das Ganze stört. Selbst der Sensor für das Abstandsregeltempomaten, der sich hier hinten befindet, ist hiermit sehr, sehr schön integriert für meine Begriffe. Zudem haben wir hier tatsächlich eine wirklich schöne Lackierung. Ist allerdings auch die mit 950 Euro Aufpreis die teuerste Lackierung, die wir hier ordern können. Dieses wunderschöne Rot Metallic, was gelegentlich allerdings durch diese, na, eher weniger wie Rot rüberkommt, sondern, oder wie ein Metallic Lack rüberkommt, sondern eher wie ein Unilack. Aber nichtsdestotrotz steht es für meine Begriffe dem Wagen äußerst gut. Ja, die Seitenlinie vom Skoda Karoq ist wirklich sehr, sehr schön aufgebaut für mich persönlich. Wir haben hier eine sehr schöne Tornado-Linie, die sich hier durchzieht, sogar bis hier hinten in den Kofferraum sich hineinzieht, also schön ausgearbeitet. So ein SUV-Element hier, diese nicht lackierten Unterfahrschutz an der Seite, der sich hier aufbeugt. Wir haben eine wirklich große Fensterfläche hier an der Seite. Auch selbst im Vorbereich ist es eine große Fensterfläche. Der Zustieg ist auch sehr, sehr gut, weil wir große Türausschnitte haben. Und was auffällt, ist tatsächlich, wir haben vorne wie hinten einen sehr, sehr kurzen Überhang. Und das zeichnete auch schon den Skoda Yeti aus, dass er mit sehr, sehr kurzen Überhängen doch durchaus viel Platz hatte. Und hier scheint der Karoq auf alle Fälle schon mal wieder dem Skoda Yeti, ja, Ebenbild zu folgen. Mit seinen 4,38 Meter bleibt er auch wirklich in einem sehr kompakten Maß und baut hier auf der MQB-Plattform auf, die für Kleinwagen gedacht ist.
Ja, auch der Heckbereich des Skoda Karoq entspricht dem großen Bruder, dem Kodiaq, in der Formensprache sehr, sehr deutlich, was man auch an den Rückleuchten sieht, die dem Kodiaq fast schon zum Verwechseln ähnlich sehen. Wir haben hier ein schönes LED-Rücklicht drinnen. Schade, dass die Blinker weiterhin in Halogen ausgeführt sind. Da hätte man durchaus nochmal LEDs einbauen können, wenn man schon LED-Scheinwerfer verbaut, finde ich persönlich, und diese gegen Aufpreis bietet. Auch sehr, sehr schön ist hier tatsächlich, dass man einen nicht lackierten Stoßfänger unten hat. Das soll zwar auch ein bisschen den SUV-Charakter noch weiter stärken. Nichtsdestotrotz hat allerdings natürlich das Ganze auch seine Vorteile, weil Kratzer entstehen nun mal hier in dem Bereich sehr, sehr häufig und auch hier unten an der Ladekante. Und da ist es sehr, sehr praktisch, wenn das Ganze nicht lackiert ist, zumal es dann kostengünstig im Normalfall oder im Unfallfall auch wieder austauschbar ist. Ansonsten ist es ein sehr, sehr cleanes Heck und auch ein typisches SUV-Heck. Es ist wuchtig, es zieht sich schön in die Breite, sodass das Fahrzeug auch stämmig dasteht. Und den Kofferraum schauen wir uns jetzt auch erst einmal an. Ja, hinter der elektrisch öffnenden Heckklappe, optional, bietet sich dem Nutzer hier ein Stauraumvolumen von durchschnittlich 521 Litern. Hat man sich für das Vario Flex Sitzsystem entschieden, was wirklich zu empfehlen ist, da sich diese Sitze hinten sogar ausbauen lassen, entsteht sogar ein nutzbarer Raum von 479 bis 588 Liter wegen der verschiebbaren Rücksitzbank. Oder wenn man das Ganze sogar ausbaut, entstehen bis zu 1800 Liter Stauvolumen. Und das ist auf alle Fälle hier best in class, der Skoda Karoq. Ansonsten gibt es sehr, sehr viele praktische Details auch im Kofferraum und das ist simply clever. Und das ist auch natürlich der Markenspruch hier von Skoda und der wird hier perfekt umgesetzt. So haben wir mehrere Kleiderhaken hier. Wir haben kleine Ablagefächer hier untergebracht. Wir haben hier die Innenraumbeleuchtung, die sich als Taschenlampe nutzen lässt im Fall der Fälle. Wir haben hier eine 12-Volt-Buchse zum Laden. Auch hier wieder ein Haken. Hier drinnen sind diverse Netze, damit man das Ganze hier unten an den Verzugösen sein ganzes Staugut nutzen kann. Wir können hier noch was einladen. Wir haben hier eine doppelte Wanne, also so eine Einlegewanne, die sich tatsächlich, wenn man sie umdreht, ist es ein fester Stoff, der abwaschbar ist. Ansonsten haben wir hier den anderen Stoff, der so ein bisschen grisselig ist, dass man ihn schwer saugen kann. Ansonsten, was haben wir hier noch perfekt untergebracht, ist hier das Warndreieck, Verbandskasten. Wir haben hier, sehen wir schon, wie das Ganze gesichert ist. Das ist wirklich äußerst gut. Wir haben hier noch ein Netz, was so ein bisschen den Windfang für den Fond darstellt. Und natürlich, wie gesagt, das Vario Flex-Sitz-System, was wir hier haben. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Ja, wir können tatsächlich dann hier unter anderem einmal den Sitz umlegen. Dann sehen wir zwar, wir haben hier so eine Stufe auf alle Fälle untergebracht, aber nichtsdestotrotz, diese Stufe stört ein wenig, wenn man das Ganze durchladen will. Wer mehr Stauraumvolumen braucht, der macht es halt einfach folgendermaßen. Der legt diese Sitze um, greift hier unten rein, klappt das Ding hoch und schon schwuppsdiwupps können wir den Sitz hier auch demontieren. Und das ist dasselbe dann mit diesem Sitz hier. Wir können die dann komplett rausnehmen. Die Sitze sind nicht sonderlich schwer. Das Ganze rastet dann auch wieder ein. Öse ziehen und zack ist das Ganze schon wieder umgelegt. Ja, es sitzt sich hier hinten im Karoq Fond durchaus passabel, das muss man sagen. Es ist zwar immer noch ein Kleinwagen-SUV, aber wie wir sehen, haben wir hier genügend Sitzabstand. Also der Sitz ist auf meine Größe von 1,78 eingestellt und ich bin ja auch nicht gerade der Schmalste, also von dem her auch noch ein bisschen Platz nach vorne. Der Sitz ist sehr hoch montiert, man kann die Füße wunderbar unter den Vordersitz schieben. Wir haben hier sogar noch einen Kleiderhaken oder einen Haken für irgendwelche Halterungen an den Dynamik-Sportsitzen. Wir haben hier natürlich einen Griff. Und die Kopfstütze lässt sich genügend weit hinaus schieben. Zudem ist die Lehne aufgrund des Flex-Systems hier auf alle Fälle in der Lehnenneigung noch ein wenig verstellbar. Also wir können das schön steil stellen
Oder wir können es ein bisschen launchig nach hinten kippen. Die Mittelarmlehne ist nicht existent hier, sondern dafür ist der mittlere Sitz, wo die Lehne umgeklappt wird. Aber da gibt es dann auch Becherhalter, die wir haben. Ansonsten sitzt sich hier äußerst bequem. Wir haben auch noch einen Reboarder-Sitz hier installiert, und zwar den Maxicosi Milofix, den ich mit meinen Zwillingen nutze. Beide können unter den Fahrersitz und dem Beifahrersitz wunderbar montiert werden. Es wird allerdings dann durchaus schon eng, weil die Lehne von dem Milofix-Sitz auch an der Lehne des Vordersitzes durchaus aneckt. Den Top-Teater, der ist hinten, den können wir wunderbar rüberführen, aber mehr als zwei Kindersitze hier lassen sich an den Außenpositionen nicht installieren. Wir haben auch nur an den Außenpositionen Isofix-Befestigungen. Ja, vorne sitzt sich im Skoda Karoq äußerst bequem. Wir haben hier Dynamik-Sportsitze verbaut, die sehr, sehr eng sind. Für meine Statur geht es gerade noch. Wenn ich jetzt allerdings eine Jacke tragen würde im Winter oder Ähnlichem, dann wäre es sehr, sehr ungemütlich. Schade bei den Sportsitzen, die wirklich gut ausgeformt sind, viel Seitenhalt geben und auch Langstreckenkomfort bieten, ist, dass es keine ausziehbare Schenkelauflage gibt. Auch bei den normalen Standardsitzen ist dies nicht der Fall. Das ist ein bisschen schade, da könnte Skoda endlich mal ein bisschen nachlegen, denn das fehlt schon durch die Bank bei allen Modellen. Nichtsdestotrotz, wir sitzen, wie gesagt, sehr, sehr gut hier. Die Kopfstütze ist leider bei den Dynamik-Sportsitzen in die Sitzlehne integriert und lassen sich nicht in der Höhe verstellen. Das ist auch ein Manko, deswegen sollte man auf alle Fälle vorher prüfen, ob seine Größe, seine eigene Körpergröße hier optimal in diese Dynamik-Sitze überhaupt hineinpasst. Nichtsdestotrotz, Platz bietet sich hier genügend. Die Mittelkonsole ist gut ausgeformt mit einem kleinen Polster, wobei Polster kann man nicht sagen, sondern tatsächlich eher so eine Ausform, wo das Knie abgelegt werden kann. Keine scharfen Kanten, das heißt, es tut nicht am Knie weh. Wir haben hier sogar ein kleines Ablagefach hier unten. Das ist sogar tatsächlich ausgelegt mit Filz. Schade ist, dass die Türtaschen nicht mit Filz staffiert wurden. Dafür allerdings bietet die Türtasche ein sehr, sehr schönes Feature, unter anderem einen kleinen Mülleimer und diese Zugbänder, die hier drinnen installiert sind. Also da bietet sich genügend Platz und sie sind auch recht groß und sogar eine 1 Liter Wasserflasche findet da auch problemlos Platz. Das Lenkrad lässt sich wunderbar in der Höhe und der Tiefe mehr als ausreichend verstellen. Und ansonsten alle Armaturen liegen auch soweit in griffgünstiger Lage und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns den Innenraum jetzt an. Ja, wir schauen uns jetzt ein wenig mal den Innenraum hier vom Skoda Karoq an. Wir haben hier die Style-Ausstattungsvariante, was derzeit die höchste Ausstattungslinie ist. Es werden allerdings jetzt gerade frisch eingeführt der Skoda Karoq Scout, die Offroad-Variante, und der Skoda Karoq Sportline. Und der Sportline steht dann für deutlich dynamischeres Auftreten, hat dann auch eben diese Dynamiksitze serienmäßig. Hier sehr, sehr cleanes und übersichtliches Cockpit, typisch Skoda, alles aufgeräumt, alles an seinem Platz. Auch wirklich sofort alles zu finden, was man denn sucht. Wir haben hier in der Mitte das große Columbus-Navigationssystem verbaut. Ich persönlich würde eher das kleine Amundsen nehmen, da mir diese Glasoptik zwar gefällt, allerdings die Tasten für laut, leiser und aus möchte ich jetzt ehrlich gesagt trotzdem nicht missen. Und diese zwei Regler für Zoom-In, Zoom-Out oder aber für die Lautstärkenregelung gibt es beim Amundsen, was einen kleineren Bildschirm bietet. Nichtsdestotrotz funktioniert dieses Columbus-Navigationssystem äußerst gut. Der Homescreen gefällt mir persönlich am besten. Wir haben hier das Navigationssystem, wir haben hier Telefon und Radio und können es auch dementsprechend anpassen, wenn wir das wollen. Die Klimaautomatik selbstredend, ganz klar. Wir haben hier die Regler, dementsprechend die Rasten auch sehr, sehr schön. Das ist alles wunderbar. Hier unten haben wir noch ein paar Direktwahltasten für den Parkassistenten, Einparkhilfe, Start, Stopp, Aus, die Warnblinkanlage oder aber die Zentralverriegelung zu locken. Hier ist nur eine Info über den Beifahrer-Airbag, ob er denn an oder aus ist. Das sagt uns dieses kleine Infodisplay hier. Wir haben hier hinter einer Ablagefach haben wir die Induktionsladeschale für das Smartphone.
Der Direktschaltgetriebe-Wählhebel hier, auch bekannt aus den anderen Skoda-Modellen, so ein bisschen dicker aufgepolstert, man kann die Arme wunderbar ablegen. Hier hinten haben wir dann noch die Auto-Hold-Funktion, die elektronische Parkbremse und den ESP-Off-Knopf. Das Ganze hier haben wir das Lenkrad, drei Speichenlenkrad. Es gibt noch optional ein unten abgeflachtes Lenkrad, optional beheizbar, sehr weiches Softleder, sehr, sehr schön. Kleine Schaltwippen aus Plastik hier hinter. Wir haben hier unten links den kleinen Hebel für den Tempomaten, auch die Abstandsregelung, Blinker- und Wischerhebel. Ansonsten ist die Materialqualität sehr gut, alles weiches Kunststoff, was wir hier verbaut haben, fasst sich sehr gut an, alles wunderbar. Einzige Kritik, die der Skoda Karoq einstecken muss, und das ist tatsächlich auch üblich bei den Modellen Octavia und auch beim Kodiaq, das sind die Türgriffe hier, die wirklich leider aus billigstem Hartplastik sind und einfach knarzen. Das ist, tut mir leid, Skoda Leute, das müsst ihr definitiv ändern, das ist unmöglich, gehört überhaupt nicht. Und da würde ich persönlich einen Vogel kriegen, wenn es mein Auto wäre. Aber gut, nichtsdestotrotz kann natürlich sein, dass das dann der Händler entknarzen kann mit irgendwie Unterfütterung oder ähnlichem. Ja, aber es ist sehr, sehr ärgerlich. Wir haben noch eine höhenverstellbare Armauflage, die auch in der Länge verstellbar ist. Und wir haben hier unten auch noch ein sehr, sehr interessantes Fach. Und zwar haben wir dann hier die Möglichkeit, diesen größeren Teil hier alles hinauszunehmen. Wir können hier diesen Einsatz dann drehen und haben dann tatsächlich zwei Becherhalter mit Füßen. Das heißt, die 0,5 Liter Flasche können dann gedreht werden und können dann sich öffnen und schließen. Münzfächer und ansonsten noch so kleine Ablagefächer, wo zum Beispiel auch der Autoschlüssel perfekt untergebracht ist. Genau. Aber nichtsdestotrotz, ich würde fast sagen, jetzt haben wir hier drinnen eigentlich alles erklärt, zumal es selbst erklärend ist. Ach ja, eins noch, wir haben hier die Canton Soundanlage verbaut und die ist auf alle Fälle den Aufpreis wert, denn schöne Klangbild und auch wirklich ausdrucksstark, würde ich jedem empfehlen, der sich einen Karoq zulegt. Ich persönlich habe zwar im Moment noch keinen Karoq, aber ich habe im Moment den Karoq zum Fahren und das machen wir jetzt. Ja, wer ein SUV sich kauft, der möchte auf alle Fälle hoch sitzen. Das ist so das Hauptargument, warum die meisten Leute sich einen SUV kaufen. Und dann kommt meist noch dazu, naja, ich hätte gerne auch etwas mehr Platz. So, jetzt ist es meist so, dass viele SUVs mittlerweile kaum noch deutlich höhere Sitzpositionen anbieten und die Variabilität im Innenraum auch nicht so hoch ist gegenüber einem vergleichbaren Kombi. Ja, wie schaut es denn beim Skoda Karoq aus? Der hatte ja schließlich als Vorgänger den Skoda Yeti und der Skoda Yeti hat wirklich für seinen fast schon würfelartigen Auftritt extrem viel Platz im Innenraum und war auch super variabel, weil man eben auch die Rücksitzbänke ausbauen kann, wie wir es ja aktuell hier auch im Karoq können, wenn wir das Vario Flex System kaufen. So viel haben wir also auch schon mal zur Historie getan. Und jetzt kommen wir in den Bereich richtig SUV. War der Yeti zwar schon eher rustikal und man musste sich schon schwer mit der Optik anfreunden, besonders mit der Vor-Facelift-Variante, mit diesen riesigen Scheinwerfern, die auch meine Schwester fährt. Aber hier haben wir ein viel freundlicheres Auftreten, wie wir gesehen haben. Und vom Fahren her, muss ich sagen, macht auch der Karoq richtig viel Spaß. Er hat eine schöne direkte Lenkung, zwar etwas leichtgängig, aber bietet ausreichend Rückmeldung. Das Fahrwerk ist angenehm straff ausgelegt, mit genügend Restkomfort, trotz 18 Zoll Leichtmetallräder, die wir hier verbaut haben. Ein adaptives Fahrwerk ist derzeit nicht verfügbar, wird aber, vermute ich, spätestens mal mit einer Modellpflege auf alle Fälle kommen. So aber ist es schon aktuell verbindlich. Also wir haben hier kein Trampeln an einer Hinterachse oder Vorderachse. Wir haben nur den Frontantrieb, Vorderradantrieb hier beim 1.0 TSI. Optional gibt es auch ein Allradsystem. Jedoch
eben nicht mit dem kleinen Dreizylinder-Benziner. Der Dreizylinder-Benziner, der leistet 115 PS, hat stolze 200 Newtonmeter Drehmoment und beschleunigt das ganze Fahrzeug hier mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, was hier verbaut ist, in 10,7 Sekunden auf 100 und 186 Stundenkilometer Topspeed. Da liegen wir tatsächlich über dem vergleichbaren Kia Stonic, den wir auch schon gefahren haben. Ich blende euch den Test hier oben mal ein. Die Antriebsvariante harmoniert in sich sehr, sehr gut. Man muss sagen, der Motor ist äußerst ruhig, der Dreizylinder. Er hat allerdings das Problem, dass wenn man tatsächlich unterhalb 2000 Umdrehungen beschleunigt, und das passiert recht häufig, weil das Doppelkupplungsgetriebe sehr früh die Gänge hochschaltet, haben wir das Problem, dass starke Vibrationen entstehen und die sich sogar ins Lenkrad hineinfressen. Und das ist ein sehr, sehr unschönes Gesamtbild, was der Dreizylinder hier zeichnet, weil sonst läuft er extrem ruhig. Er ist wunderbar weggekapselt. Erst wenn man ihn wirklich fordert und ausdreht, dann hört man das typische Dreizylinder-Schnarren ganz dezent, was aber auch in jedem Fall zu dem Wagen passt. Die Gangwechsel erfolgen mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe schnell, ohne Zugkraftunterbrechung und auch wirklich tadellos. Klar, Anfahrverhalten, ja, da sind leider die DSG von VW bzw. dem VW-Konzern schlicht und ergreifend einfach nicht das Gelbe vom Ei. Schließlich haben wir da immer Verzögerungen im Ansprechverhalten beim Anfahren oder auch beim Wechseln der Fahrstufen von R auf D oder D auf R. Das heißt, hiermit muss man auf alle Fälle leben, wenn man sich ein DSG-Getriebe holt. Aber ich denke, das werden die meisten auf alle Fälle können. Ansonsten macht der Motor dementsprechend viel Laune. Er ist sehr drehwillig. Er dreht auch wirklich gerne aus. Auch wenn oberhalb von 5000 Umdrehungen natürlich der Turbomotor komplett einknickt in seiner Leistungsentfaltung oder mit seiner Leistungscharakteristik, wie man merkt. Nichtsdestotrotz fühlt er sich so im Drehzahlbereich zwischen 2500 und ungefähr 4500 Umdrehungen sehr, sehr wohl und fährt sich da auch wirklich gut. Sparsamkeit, naja, gut, das wissen wir mittlerweile. Downsizing-Motoren sind halt im Alltag nicht unbedingt sparsamer, als es hubraumstärkere Motoren sind. So ist tatsächlich auch der Karoq jetzt nicht unbedingt ein Verbrauchswunder. Aber mit 6,5 Litern, wie ich ihn hier im Schnitt bewegt habe, ist es doch durchaus angemessen. Ja, Ende der Testfahrt im Skoda Karoq. Der Skoda Karoq, das kleinste aktuelle SUV der Tschechen, schlägt sich wirklich richtig, richtig gut. Die Platzverhältnisse stimmen, clevere Details kann Skoda auch wieder vorweisen. Auch dieses VarioFlex-System ist hervorragend zum Ausbauen der Sitze, bietet jede Menge Platz. Der kleinste Motor hier, der Dreizylinder, naja, er überzeugt mit guter Laufruhe. Dennoch fehlen ihm ein bisschen die Leistung und er passt nicht so recht zu dem Karoq in meinen Augen. Wer tatsächlich nur einen einfachen Anstiegsmotor sucht, ist mit dem 1 Liter Dreizylinder bestens bedient. Ich persönlich würde zum 1,5 TSI greifen mit den 150 PS und der aktiven Zylinderabschaltung, denn der verbraucht unterm Strich kaum mehr als der Dreizylinder, läuft aber kultivierter und hat auch mehr Kraft und passt dadurch einfach schlicht und ergreifend besser zum Karoq, vor allem wenn man tatsächlich öfter mit mehr Personen unterwegs ist oder auch mit Gepäck, sodass das Fahrzeug durchaus ein bisschen schwerer wird und dann auch souveräner laufen sollte in meinen Augen. Nichtsdestotrotz, der Skoda Karoq ist genau das, was aktuell der Markt sucht. Variabel, SUV und das Ganze dann auch noch zu einem günstigen oder guten Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und hier mit solider Technik ausgestattet. Also was will man mehr? Ja, ich sage schon mal danke. Wenn ihr Fragen zum Skoda Karoq habt oder euren Erfahrungsbericht zum Skoda Karoq mir mitteilen möchtet, dann doch bitte gerne unten in die Kommentarbox. Ansonsten würde ich mich über ein Like und ein Abo natürlich sehr freuen. Ich sage bis dann. Tschüss, euer Ubi.